Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Parking Tycoon. Welcome to Miami oder Seaside DLC, genau. So, ich habe jetzt gerade mehrfach noch gehört, dass diese Reifen tatsächlich doch zum Müll gehören. Und zwar, die Reputation geht runter, nicht wenn wir sie entsorgen, sondern wenn ich sie aufhebe, da achte ich jetzt mal selber drauf. Also Reputation 451. 455. Okay, ist Müll, kommt weg. Danke für den Hinweis, weil ich habe jetzt die ganzen Folgen über ja gesagt und da halt auch gedacht, dass die Teile irgendwie, keine Ahnung, irgendwie modernes Kunstwerk sind oder so, aber ja, denkste. Aber schön finde ich, dass die immer wieder gestapelt sind eigentlich, wenn man neu beginnt, weil die sind, oder sagen wir mal so, ich habe das Kunstwerk noch ein bisschen individuell verschönert. Kriegen wir die noch alle hier rein? Ich glaube, das Teil müssen wir dann doch irgendwann hier mal räumen. Aber mal gucken, ob wir nicht erst die Reifen noch reinkriegen. Ja, da geht die Reputation tatsächlich rauf. Und das ist ja, was wir wollen. Wir sind, ja, nicht kurz vor der 3, aber ja, bald dort. Aber eben, die Angestellten, die gibt es, glaube ich, tatsächlich erst bei Stufe 4. Ist noch interessant, was da alles reinpasst. So, mal gucken, ob es mit dem letzten Reifen auch noch klappt. Sonst müssen wir das Ding halt leeren, entsorgen für $150. Die haben wir ja mal 800, wir können eh gleich was machen. Ordentlich zuschlagen. Ist der noch drin? Der ist noch drin. Ich würde mal noch nicht entsorgen. Wir haben noch 20 Müll, das lasse ich mal, weil wenn wir schon Geld haben, dann schauen wir jetzt natürlich, dass wir ein bisschen was kaufen können. Wir brauchen sicher noch ein bisschen Gemüse. Fangen wir mal beim Gemüse an. So, irgendwie sowas. Dann brauchen wir sicherlich Lampen. Ja, das reicht schon nicht mehr. Okay, haben wir so viel Gemüse? Wir haben so viel Gemüse. Jetzt geht's. Also ein bisschen Gemüse und ein bisschen Lampe. Klölöng hat's gemacht. Ja, weil da einer steht. Okay, Hallöchen. $20. Scher dich vom Acker. Nein, so geht man nicht mit Kunden um. War auch ein älterer Herr. Vielleicht verwandt mit dem ollen Opa, der uns die ganze Zeit die Sachen kaputt macht. Ich weiß es nicht. Aber jetzt bezahlen sie gerade nicht mehr so viel. Okay, die Parkplätze sind da immer noch schön. Wir haben 24 Müll. Da sollte eigentlich nicht viel passieren. Okay, zack. Delivery. Jawohl, da kommt der Laster. Den Fehler mache ich nie mehr. Dass ich da draußen stehe und denke, ich kann da das eh nicht drücken. Nee, der muss ja hier rein. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Das war ja im Hauptspiel tatsächlich auch nicht anders. Also, so, einmal den hier, dann einmal diesen. Und dann haben wir hier La Lampe. Und dann haben wir hier das Gemüse. Und dann können wir hier wieder schön den Parkplatz ein bisschen auffrischen. Moment, erstmal den hier. Dankeschön, 34. Da kommen schon wieder zwei. Dann machen wir das halt zuerst. Wir haben die Sachen ja dabei. Dann können wir da entsprechend agieren. Aha, jetzt kommen aber doch ein paar von denen. 38. Ich achte ganz explizit darauf, was wir verdienen. Sagen wir mal so, es ist nicht ganz unwichtig. Es sagt auch einiges halt aus, natürlich über den Parkplatz. 41. Wenn der da kommt, dann muss er jetzt schnell warten. Jetzt ist erst Lampentime. Wohin mit dir? Ich würde sagen, ganz nach hinten. Weil da müssen wir sowieso hin wegen den Pflanzen. Da hinten haben wir, glaube ich, noch nicht allzu viel. Ja, doch, hier haben wir aber auch noch Lampen. Guck mal, dann kommt die nicht mich überfahren. Dankeschön. Kommt die hier hin. Und Gemüse kommt einmal hier hin. Ich nenne das immer so despektierlich Gemüse. Es ist natürlich kein Gemüse. Sondern das sind schöne, wunderbare Pflanzen. Hier noch. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal ein bisschen was gekauft. Genau die beiden. Die kommen auf die andere Seite. Hier haben wir eh schon ein bisschen was gemacht. Aber ich denke, jetzt haben wir tatsächlich zumindest alles gut verteilt. Also es ist überall ein bisschen grün. Sollte uns auch schon wieder helfen. Ich denke, das nächste, was wir anstreben sollten, wäre tatsächlich, dass wir hier Ground-Dingens mal noch machen. Dass das hier asphaltiert wird etc. Weil das natürlich auch reinspielt. Nö, nicht doch. Ich hätte nicht auch machen sollen. Jetzt haben wir gerade wieder irgendwie $40 verschenkt. Aber das sind halt auch... Das sind Kriminelle, die hier teilweise parkieren. Gut, wir sind in Miami, da gibt es Kriminelle. Ich kann mich erinnern, als ich in Miami war, das war, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, 1990, 92, 93, ein bisschen um den Dreh rum. Da sind wir aus Florida gekommen und haben dort noch jemanden gekannt. Und der hat uns gesagt, ja, Miami, sehr schöne Stadt, aber meidet folgende Gebiete. Also wir sind da in gewisse Gebiete nicht reingefahren. Da war die Kriminalität so hoch, er hat erzählt, wenn du da am Rotlicht stehst, das kann sein, dass da einer an die Scheibe klopft und wenn du die runterdrehst, hast du eine Pistole an der Nase. Und dann geht's ganz schnell. Dann ist das Geld weg, das Auto weg und du stehst auf der Straße in Miami und weißt nicht wohin. Weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich kann es mir vorstellen. Das ist einfach eine Riesenstadt halt.
Gut. Wie kam ich jetzt auf das? Ach so, weil der andere abgehauen ist, der Vogel. So, was brauchen wir noch? Farbe nicht, Stoffe auch nicht. Was wir brauchen, ist unser Dingens hier, weil da ist wieder einer am Zaun dran. Da, der Grünhaarige. Hey, get the hell out of here! Get the hell out of here! Business. Im Rennen erwischt, das kenne ich sonst nur von PUBG, dass du da einen erwischt, wenn er davon rennt. Wenn du ein bisschen Glück hast, aber den habe ich jetzt auch vernünftig erwischt. Also, $400. Wir können ja mal gucken. Open it. Ein Tausender brauchen wir hier für Rotkonkret. Und für Ground Asphalt nochmal 1500. Da ist halt die Frage, ob er nicht zuerst... Ja, aber hier haben wir eigentlich alles. Klar, die Zäune fehlen. Ach komm, wir machen nochmal ein paar Zäune. 400. So, und damit wir das mal noch hinkriegen... Ich weiß halt nicht, was wichtiger ist, weil im Endeffekt hier diese Unkenrufer, der Sprayer, der Opa, die kommen sowieso. Also so schnell werden wir die Zäune hier nicht alle haben. Weil das geht da ganz außen rum. Da brauchst du ein paar Zäune, das ist ganz klar. Gut, einmal den. Jo, da kommen wir mit dem Lieferwagen, Kollege. Ich habe schon bestellt, doch, doch. Das ist schon ein Spiel. Also manchmal, wenn du so viel im Kopf hast, irgendwie, ich weiß nicht, was ich 2 Sekunden vorher gerade gemacht habe. Aber wir haben bestellt. Und da kommt er auch. Ja, Leute an der Barriere, bitte kurz warten. Ich hoffe, ich habe die wieder runter gemacht. Ich glaube schon. So, Zaun rüber, alle 4. Dankeschön. Mit den Zäunen unterm Arm können wir hier auch nochmal kurz kassieren. Ich mache hier nicht mehr auf, also... Dann gehe ich tatsächlich lieber das Risiko ein, dass sie hier das Ding nochmal kaputt machen, weil wenn die abhauen, ist halt Mist. Ja, irgendwie meine Maus ist irgendwie auch... gutes. Oh, 73. Uiuiui, okay. Meine Maus ist irgendwie auch wieder komisch. Ich komme da sozusagen nicht einmal um die Achse rum. Das ist ein Blödes. So, machen wir hier zu. Was haben wir gekauft? Zäune. Also, dann werden wir die anbringen. Wir machen mal hier hinten weiter. Wir sehen, hier fehlt noch was. Batz, 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 batz. Das ist auch relativ komfortabel gemacht, finde ich. 251. Es wird aber gleich dunkel. Das heißt, unsere Lampen kommen dann in Betrieb. Und da haben wir jetzt doch, ich denke, die Hälfte der Lampen, die haben wir schon. Ich habe gar nicht geguckt, ob er hier vorne auch noch Lampen. Wahrscheinlich schon. Dass hier auch noch irgendwie Lampen hinpassen. Also das ist gerade so ein ganz schummriges, jetzt geht's. Ja, ein ganz schummriges Licht gewesen tatsächlich. Da sieht man halt gar nichts. Nein, aber doch jetzt, warum machen sie es wieder aus? Haben wir die Stromrechnung nicht bezahlt? Ja, das wäre auch noch was. 83. Mhm. Ja, jetzt fängt es mir an, mir zu gefallen. Weil das sind Beträge, die merkst du natürlich. Die spürt man. Gut, was haben wir? 3, 3, 4. Wir kaufen nochmal 3 Zäune. Und danach würde ich halt wirklich sagen, wir sparen dann mal langsam auf dieses Ground-Concrete-Ding. Hilft nichts. Wenn wir entsprechend viel verdienen, dann dauert das ja auch nicht lang, dass wir dann das tatsächlich machen können mit diesen $1000. Da ist noch keiner. Klopfen tut da auch keiner. Wir könnten mal nochmal ganz schnell den hier. Moment. Nicht so heiliges. Da läuft noch einer durch mich durch. Also wegen dem Müll nochmal schnell gucken, weil da sind wir schon wieder auf 60. Hey, freue ich mich auf den Moment, wo wir hier tatsächlich die Angestellten wieder haben. Weil das entfacht dann sozusagen den vollen Spielspaß, weil du dich nicht mehr um diesen kleinen Mist hier kümmern musst. Und jetzt müssen wir es, weil sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Aha, ich mache einfach immer mal eine Tüte, jetzt sind wir wieder bei 24, das ist okay. So, ich muss das schnell entsorgen, falls das noch geht. Wie gesagt, das Ding hier hinten müssen wir dann halt auch mal irgendwie noch leeren. Ja, aber eben, das kann man auch gut fühlen. Also das kannst du wirklich ausgeprägt fühlen. So, ich mache nicht auf. Nee, nee. Die 83 nehmen wir mit und dann kannst du rausfahren. Er hier, auch wieder mit Rädern, die seinesgleichen suchen. 65. Ja, finde ich gut. Fahrt miteinander raus. Dann ist er 95. Jawohl. Dann können wir das alles in einem Aufguss machen. Wunderbar. So, hier machen wir wieder zu. Dann haben wir schon wieder 3,36. Aber jetzt würde ich sagen, wir holen uns erstmal, was wir bestellt haben. Verbauen das. Und dann sollten wir in der Zwischenzeit ja eh wieder an Geld rankommen. Ja, die Zäune nochmal, die 3 Stück. So, dann ziehen wir, ich würde sagen, wir ziehen mal die Linie da weiter. Ja, ihr müsst ganz kurz warten, bitteschön. Ja, es ist halt schon, also die Ungeduld, es ist faszinierend. Gut, ist eine Großstadt, die haben alle Termine und Anschlusstermine, kann ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen hetzen die hier die ganze Zeit in der Gegend rum. Ja, erst das Geld, dann fahren, auch 80, sehr gut. So, frohe Fahrt.
87? Ja, da macht man aber auch gern die Schranke auf. Muss ich gestehen, da kommt nochmal einer. 62. Eher bescheiden. Und da kommt nochmal einer. Ja, du bist wieder ein 80er, ich spüre es. Ja, das habe ich jetzt aber relativ gut geschätzt. Wenn ich bei Spines Geografiefragen so gut schätzen würde, da haben wir schon wieder die 600. Aber eben, jetzt habe ich ehrlich gesagt, wir sparen. Kommt, wir sparen. Wir haben das relativ schnell zusammen, weil wir können hier nochmal schnell... Ne, da haben wir ja nichts mehr drin, aber was wir natürlich noch schnell machen können, hier nochmal kurz durchfischen. Ist da der Sprayer? Irgendwas habe ich gehört. Ja, da hinten ist er. Nicht der Sprayer, sondern der... wir machen den Zaun kaputt, Kollege. Hey, get the hell out of ja, here. Das ist ja eine feige Nuss. I've got to keep an eye on business. Ist es denn wahr? Jetzt haut er ab, bevor ich ihn verprügeln konnte. Kollege, wenn du da schon was kaputt machst, dann möchte ich dich wenigstens verprügeln können. Alles andere finde ich fies. Was wollte ich denn jetzt? Achso, mit dem Müll. Genau, dass wir da nochmal schnell gucken. Weil wir ja sparen wollen. Wir wollen jetzt hier Ground Concrete etc. machen. Dafür brauchen wir den 1000er. Oder wir machen das andere, da brauchen wir dann 1500. Ich würde sagen, wir gucken, wenn wir das Geld haben. 20 Mühl. Sehe ich da was? Nein. Doch, hier ist noch was. Mitnehmen. Dann haben wir ja nichts mehr. Ich gucke hier noch schnell dazwischen. Da sind nochmal zwei Flaschen. Wahrscheinlich ist jetzt dann das Ding gleich wieder voll. Im Moment geht's aber. Sag mal, ich muss mal irgendwie... So, dann mache ich schnell einen Break hier dann gleich mal. Irgendwie meine Maus macht hier irgendwie ganz interessante Sachen. 78. So, ja, jetzt geht's wieder halbwegs. Ich könnte eigentlich das Ding auch wieder wegstecken. Das brauchen wir gerade nicht. 72. Jawohl, schmeißt euer Geld drauf. 95. Wann haben wir den ersten 100er? Das ist ein dickes Auto. Ja, mit wenig... mit wenig, dass er bezahlen muss. 70. Ah, guck mal, den 1000er haben wir. Wir können es bereits angehen. Löhne zahlen wir ja nicht. Das heißt, wir können das Geld verprassen, was wir haben. Da müssen wir nicht irgendwie Rücksicht nehmen. Also, wir verprassen mal. Dann würde ich sagen, heißer Juche. Und zwar Geschäft. Ne, Blödsinn. Parken. Dass wir das hier machen. Ne, das haben wir schon. Das hier machen wir. Road Concrete. Ja, das Büro, das müssen wir natürlich auch nochmal. Dieses Fass hier, das nervt. Da, Road Concrete. Da haben wir es. Jetzt haben wir hier eine Asphaltstraße. Auch dafür bezahlen die. Das heißt, auch wegen dieser Straße werden wir entsprechend mehr verdienen. Na? Ja, da haben wir den ersten 100er. Sehr schön. Zack, zumachen. Zeichen 16. Reputation bald auf Stufe 3. Es geht voran. Können wir nochmal ein 200er haben, bitte? Wäre ich dankbar. Kommt da nochmal einer? Nein, machen wir hier zu. Müll haben wir im Griff. 300. Wir bestellen nochmal drei Zäune. Da, weil jetzt sparen wir nicht aufs nächste. Jetzt haben wir was gemacht am Parkplatz. Jetzt machen wir wieder was in Sachen Sicherheit. Drei Stück, Dankeschön. Haben wir schon wieder einen, der irgendwie raus möchte? Nee? Ja doch, der steigt gerade ein. Also der wird wahrscheinlich dann rausfahren. Da hinten haben wir auch noch einen. Aber ich warte im Prinzip natürlich jetzt, bis die Zäune kommen. Da kümmert er schon. Zum Glück hat der keinen langen Weg. Er fährt aber auch eher. Okay. Fährt man so in Miami? I've got to keep an eye on business. Ja, mein Eye on Business habe ich doch. Halt, da wollen wir welche raus. 99. So, Lieferung ist angekommen. Macht mal. Jo, Dankeschön. Nehmen wir natürlich auch fröhlich entgegen. Du kannst auch noch raus. Der hintere dort möchte wahrscheinlich ebenfalls noch raus, nehme ich an. Ne, der parkiert. Wunderbar. Machen wir hier zu. Wir keepen ein Eye on the Business. Indem wir hier einmal um die Kurve fräsen. Das ist übrigens auch Schweizerdeutsch. Ich weiß gar nicht, kennt man das in Deutschland? Fräsen, das ist Rasen im Prinzip. So, seht ihr, jemand lernt hier noch Schweizerdeutsch. Wenn ich immer wieder mit solchen Worten komme. Learning Swiss German. So, drei Stück. Ja, man sieht da hinten, da sind halt auch noch irgendwie... Uns fehlen noch ganz viele Zäune, also da sind wir noch eine Weile dran. Und wenn wir die haben, dann leveln wir. Und da können wir eh dann die Zweierzäune nehmen. Ja, ja, gut. Machen wir, wenn wir dann dazu kommen. 283, wir sparen mal nochmal. Müll, müssen wir jetzt auch nicht losrennen. Also jetzt haben wir es soweit tatsächlich im Griff. Ich möchte halt möglichst schnell zu Level 3 kommen. Da wäre ich dann schon froh. So, auch wenn ich weiß, ich glaube bei Level 3 werden die... die Mampfautomaten freigeschaltet.
Das haben wir dann, glaube ich. Dass wir halt Snack und Zeug anbieten können. Nicht die Hotdogs, aber halt Kaffee und Snacks tatsächlich. Gut, 354. Ich würde gerne sparen, muss ich gestehen. Oder sollen wir uns nochmal eine Lampe gönnen? Die sind noch nicht alle da. Wir sehen hier, im Prinzip fehlt nur eine Lampe. Sehe ich das richtig? Hier haben wir drei, da haben wir zwei. Hinten ist, glaube ich, nichts. Das heißt, hier in der Mitte fehlt noch eine Lampe. Die können wir uns natürlich dann noch gönnen. Die 500 müssen wir eigentlich eh relativ schnell haben, denke ich. Ja, jetzt fahren eh gerade wieder ein paar raus. Vielleicht haben wir nochmal einen 100er dabei. Das ist ein knapper 100er. Das ist völlig okay. Nicht hupen fahren. Nochmal 94. Jawohl, also die Lampe, die können wir uns bereits leisten. Dann würde ich sagen, machen wir das. Dann haben wir die Lampengeschichte abgeschlossen. Dann tappen wir hier nicht im Dunkeln. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Geschäft, Lampe. Lights, dankeschön, dich bestellen. So, mehr bestellen wir gar nicht. Ja, ich muss hinten nochmal genau gucken. Bevor wir die Lampe hier hinsetzen, gehe ich mal ganz nach hinten, ob wir dort noch weitere Möglichkeiten haben. Lampen hinzusetzen. Wir haben die Möglichkeit, get the hell out of here. Das ist jedes Mal wieder gleich. I've got to keep an eye on business. Aber anders angezogen und mit anderer Haarfarbe. Kriegt der Geld von der Konkurrenz? Das könnte ja auch sein. Und deswegen hat er immer Geld, um die Haarfarbe zu wechseln. Dann müssen wir mal die Konkurrenz verprügeln. Und nicht immer nur ihn. Dankeschön. Der kommt wirklich immer sehr pünktlich. Da bin ich äußerst froh. Einmal die Lampe. Jetzt gehen wir mal schnell gucken. Machen wir die Lampe rüber. Hier ist noch keiner. Sehr gut. Wo müssen wir die Lampe hinstellen? Oder wo haben wir die Möglichkeit, Lampen hinzustellen? Ich verspreche, ich laufe nicht wieder dran vorbei. Das hat man beim Hauptspiel. Ne, hier fehlt auch eine. Und da hinten fehlt eine. Da fehlen noch mehr Lampen. Das ist nicht nur diese eine. Aber jetzt hier hinten. Ne, hier ist nichts mehr. Gut, wo stellen wir die hin? Ich würde sagen, machen wir mal hier. Sauber, dann haben wir die auch verbraten. Ja, da müssen wir halt nochmal ein paar Lampen kaufen. Wie gesagt, Zäune brauchen wir ja auch noch und. Also von daher, wir werden hier noch einiges investieren müssen. Ich möchte einfach möglichst schnell zu Level 3 kommen. Beziehungsweise möglichst schnell dazu kommen. Ja, dass wir hier halt Angestellte haben. Damit wir das hier zum Beispiel weg haben. Damit wir das Müllsammeln weg haben. Damit wir uns sozusagen aufs wirklich Wichtige konzentrieren können. Man sieht oben die Uhrzeit und darunter ist der Schutzbalken. Ich würde sagen, das impliziert uns, dass wir eigentlich relativ gut geschützt sind. Das finde ich noch interessant, wenn da hinten die ganzen Zäune noch fehlen. Also das, oder heißt das, das kann natürlich auch heißen, dass es eben nicht sicher ist. Und dass die Sicherheit dann, wenn wir Zäune hinsetzen, oh 107, dass das zurückgeht. Also dass der Balken dort nicht sein sollte. Dass im Prinzip, wenn der Balken weg ist, das heißt, dass wir dann sicher sind. Also ich würde das sogar eher so deuten, weil das macht in die andere Richtung ja keinen Sinn. 677, Müll 48. Ja, wir müssen wahrscheinlich nochmal schnell gucken gehen wegen dem Müll. So, schleich die. Ja, so, das darf man denken. Die Leute sehen nicht in den Kopf rein. Du darfst sowas noch nicht sagen. Nein, ich wollte nicht das hier, sondern nochmal die Tüte. Dann gehen wir ja nochmal gucken. Dankeschön. Weil da ist doch nochmal was dazugekommen, logisch. Na, no, das ist jetzt schon hier, dass das voll ist. Okay, ich habe doch da hinten keinen Platz mehr. Aus dem Weg. Ich mache mal nochmal Weitwurf. Wahrscheinlich bringe ich dann... Ja, da liegt schon Reifen draußen. Okay, Weitwurf hat geklappt. Hier gehen wir ein bisschen näher ran. Ja, passt. Wisst ihr was, jetzt investieren wir mal 150 hier ins Leeren. Weil das ist Käse, wenn ich da jedes Mal so zielen muss... Dankeschön, Trash Remove. Jetzt ist das Ding wieder leer. Jetzt können wir da wieder was reinschmeißen. Das freut mich. Tag, Kollege. Ein Huni. Wunderbar. Dafür öffne ich persönlich die Schranke. Muss ja keiner wissen, dass ich das sowieso immer persönlich mache, weil wir die Angestellten noch nicht haben. 700. Ja. Kommt, wir kaufen 7 Zäune. Oder nee, wir kaufen... Nee, wir machen erstmal hell. Wir kaufen eine Lampe. Hier nochmal eine solche und dann müssen wir aber hier nochmal 2 Zäune dazu kriegen. Sehr gut, dann haben wir das auch. Ja, und so ist halt... Und stetig Tropfen höhlt den Stein, ich habe schon mal gesagt. Man kommt schon voran, man braucht einfach ein bisschen Geduld. So, tschüssi. Reihe dazu, kommt die Lieferung. Jawohl, da kommt der Lieferwagen. Ich finde es gut, wenn man sich auf sowas verlassen kann, auch wenn der fährt wie der letzte Mensch. Aber er kommt immerhin in der Regel an. Außer da ist Stau, das hatten wir wie gesagt im Hauptspiel schon mal. Finde ich aber halt tatsächlich gut, dass das so umgesetzt ist.
dass der tatsächlich einfach im Stau steht, wenn hier ein Stau ist, weil die alle nicht mehr auf den Parkplatz kommen. Das ist genau das, was wir hatten. Also zweimal Zaun rüber, einmal Lampe rüber. Ja, es wird schon wieder gehupt, wir lassen die mal noch raus. Leute, wir hätten gerade Lampen neue, wir müssen die mal noch installieren, damit ihr es schön habt und was seht, wenn ihr geht. Also nicht am Tag natürlich, sondern halt, wenn es dann mal wieder dunkel ist. Sagen wir mal zu. Dann schnappt ihr mal die Lampe zuerst. Ach, hier kommt auch noch eine hin. Okay, dann, dann setzen wir die mal hier hin. Dann die Zäune. Nicht hupen. Auf der Seite haben wir ja nichts. Ich muss tatsächlich nach da hinten rennen. Das geht nicht anders. Die Frage ist, muss man hier tatsächlich nach hier hinten rennen wegen zwei Zäunen? Ich würde sagen, ja. So, dann haben wir die. Da kommen wir auch langsam voran. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge müsste es tatsächlich passieren, dass wir auf Level 3 kommen. Und von Geld her zieht das dermaßen an, dass wir jetzt halt wirklich auch eine, wie soll ich sagen, wenn du was machst, das hat eine gewisse Wirkung, du siehst das. Das war schon wieder ein Huni. Ja, jetzt wollen hier nochmal ordentlich welche raus. 123, man sieht. Ja, auch die Lampen, halt alles spielt rein. Auch hier, dass wir jetzt hier den Belag drauf haben, das spielt natürlich auch ein. Kommt er da vorbei, sonst müsste ich dann mein Ding, ist doch, das hat geklappt. Wir haben ja diese Pistole. Damit können wir solche Staus auflösen. Oh, jetzt gehen aber gerade mal alle. Okay. Da ist er doch schon wieder am Klopfen. Ich sehe ihn. Hey, kleines Blödes. I've got to keep an eye on business. Ja, was denn? Ich keepe ja meine Eier on business. Na, haut der wieder ab, weil die Schranke ist offen. Ich kenne da meine Pappenheimer inzwischen. Sag mal, jetzt fliehen sie aber alle. Ne, der parkiert dort. Gut. Dann haben wir 98. Dann können wir hier wieder zumachen. Und wir haben fast einen Tausender. Ich würde sagen, vielleicht statt, dass wir jetzt wieder nochmal in Lampen investieren, dass wir tatsächlich gucken, dass wir hier diesen Ground hier noch konkreten. Das kostet 1500, das kriegen wir auch noch hin. Und die Reputation, die haben wir auch gleich. Aber das werden wir morgen dann sehen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schön, dass wir das Rätsel der Reifen noch lösen konnten. Also das war tatsächlich auch Müll. Jetzt haben wir sie weg, jetzt geht es uns besser. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut, tschüss. Thank you.